Hallo und herzlich willkommen zurück zu mit Zeller, mein Schüler aus dem Eis. Ja, ich gibt's eine doppelte Folge. Die letzte Part haben wir extreme Probleme gehabt. War auch sehr aufregend. Voll. Und ja, ich hab den ganzen Sau und Nobby machen müssen. Endboss besiegen müssen. Die Turunenrennen nochmal machen müssen. Und ich zeige euch über die ersten Geldplätze bekommen. Man muss schnell, also so schnell wie es geht, die 100 Rubinen zusammensparen, 200 Rubinen sparen. Und die erste Geldbörse, ein bisschen habe ich schon was zusammengespart. Ein bisschen. Von den zwei Dodongos bekommt man 50 Rubine. Und der Part ist kurz, der ist nicht lang. Und ja, ich zeige euch schnell, da Mods, das Schwert kommt schnell auf. Das Schwert habe ich allerdings wiederholen müssen. Und das war beschissen genug. Mein Schwert, das mir hochgeklaut hat. Und da war es sehr ärgerlich. Habe ich aber Gott sei Dank wieder. Wie ich das geholt habe, zeige ich euch beim nächsten Part. Oder der extra Part. Weil schon aufwendig. Diese Lobetta noch ein bisschen aufgehört. Weil eben so lange gedauert hätte. So, 200 Rubine gespart, 297. Und von ihm bekommt man Geldbörse. Wenn man nochmal bis zu 500 Rubine spart, nur 600, bin ich ganz sicher, falls es da war, bekommt man noch größere Geldbörse. Und jetzt kommen wir endlich das Schwert verbessern. Meist sage ich immer auf Mods dazu, warum? Weiß ich auch nicht. Ach nö, wie viel Scheiße baue ich denn heute? Nein, Mann, was ist denn heute los? Gibt's doch nicht. Einfach vorspielen, ruhig bleiben. So, 100. Nehmen wir mal vorsichtig selber 2 mit. Man kann nie wissen, falls ihr dann auch noch mehr braucht. Normalerweise zwar nicht, aber sicher. Der letzte Part war verdammt ärgerlich, ey. Alter Schwede. Tut mir echt leid für den letzten Part. Aber das war schon echt, boah. Alter. Einmal gewinnen. Obwohl der Fehler. Ich hoffe nicht, dass es nur mehr passiert. Weil nochmal kann ich sowas nicht gebrauchen. So. Und jetzt endlich. Hab ich. Das hätte ich nochmal machen müssen. Weil die Rennen habe ich, wie gesagt, komplett nochmal machen müssen. Weil es echt verdammt ärgerlich war. Weil der Sack ist sich 100 Rubine noch gebraucht. Morgen früh, das heißt Vorspiel mit rechts jetzt AA unten. Mit diesen Kombinationen kann man Zeit, also Tag, halben Tag vorspielen. Und das ist sehr praktisch,
das ist echt gut. Aber es ärgert mich immer noch sehr von dem letzten Part. Wie gesagt, tut mir echt leid. Geht bestimmt eh nur so, nicht nur mir. Oh naja, vergessen, getan, ist getan. Was passiert ist, ist auch passiert. Kann man nichts ändern, die Fehler machte jeder. So. Aber man kann es jetzt so 100 mal einsetzen. Und jetzt mit dem Goldstab wird es dann noch stärker. Und dafür braucht man das Goldstab auch. Also auch für einen Tag, dann ist er dreimal zu stark, das normale Schwert. Entschuldigung, bin halt ein bisschen nervt. Das hört man an der Stimme an, tut mir echt leid. Ich hoffe, es macht nichts. Okay. Dann nochmal ein Tag. Vorspiel. Nun haben wir jetzt das goldene Schmiergeklinge. Das kann nicht mehr zerbrechen. Das ist sehr, sehr gut. Gut, Freunde, Zuschauer, das war's mit dieser Part. Zeige ich euch mal schnell. Dreimal zu stark. Das haut richtig ein. Genau. Kann nicht zerbrechen. Echt super. Fahren dreimal so lang. Wenn euch dieser Part gefällt, lasst einen Daumen da. Abonnieren nicht vergessen. Also sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wie gesagt, Entschuldigung wie im letzten Part. Wo ich ein bisschen... Ja... War aber auch ärgerlich. Oh naja. Alles dann. Bis dann und ciao.